Aus Berlin das Thema bei Anne Will. 1 Million Flüchtlinge. Wie verändern sie Deutschland? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke für den freundlichen Empfang. Wie sich Deutschland im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren durch die vielen Geflüchteten verändern wird, das weiß natürlich jetzt so ganz genau noch keiner. Aber wir haben längst eine Menge belastbarer Anhaltspunkte, um uns auch einzustellen auf das, was das alles wohl bringen wird. Denn ein Großteil der Flüchtlinge ist natürlich nicht so erst seit gestern hier, sondern schon eine ganze Weile. Und wir wissen, wie gut, wie schlecht Integration in Deutschland bislang gelungen ist und gelingt. Wer muss sich ändern? Die, die zu uns kommen, oder wir, die wir schon da sind? Oder kann auch alles genauso bleiben, wie es ist? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren und haben folgende Gäste bei uns. Rita Knobel-Ulrich ist da, die gerade eine Reportage über Integrationsprobleme mit Flüchtlingen dreht. Die Bloggerin, freie Journalistin und Feministin Kübra Gümüş-Ay ist da. Herzlich willkommen. Der Historiker Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Universität, Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, der glaubt, dass wir es so jedenfalls nicht schaffen. Herzlich willkommen. Frau Schwesig, Sie erwarten im Frühjahr Ihr zweites Kind. Wird dieses Kind in ein Deutschland hineingeboren werden, das sich durch die vielen Flüchtlinge zum Vorteil oder zum Nachteil verändert haben wird? Ich hoffe sehr, dass es in ein Deutschland geboren wird, was sich zum Vorteil verändert hat. Und daran glaube ich auch. Ich bin sehr zuversichtlich, aber auch gleichzeitig realistisch. Das ist alles kein Selbstgänger, wenn 1 Million Menschen zu uns kommen, die wir nicht nur notdürftig versorgen wollen, sondern ja auch integrieren wollen. Dann ist das eine große Herausforderung. Und wenn wir es richtig zusammen machen, dann kann es gelingen. Aber es dürfen auch nicht die Fehler der Vergangenheit gemacht werden. Wie zum Beispiel, dass Kinder und Frauen zu wenig in der Integration berücksichtigt werden. Dass man sich zum Beispiel in der Gastarbeitergeneration nur zu sehr auf die männliche Arbeitskraft konzentriert hat. Nach dem Motto, wer arbeiten kann, ist uns jetzt wichtig, der lernt die Sprache und alle anderen sind uns nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass sofort gerade die Kinder und auch die Frauen Integrationskurse bekommen, Sprachkurse. Und dass aber auch nicht der Staat alles machen kann. Zum Beispiel soll es im nächsten Jahr ein Patenschaftsprogramm geben, wo Familien, die hier im Land leben, Paten werden für Familien, die jetzt zu uns gekommen sind, zum Beispiel aus Syrien, weil ich glaube, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, die Alltagsfreundschaften, das soziale Netzwerk, das hilft einem ja, im Alltag klarzukommen. Herr Barbarowski, ich glaube, gelesen zu haben und das aus anderen Äußerungen verstanden zu haben, dass Sie nicht genauso positiv in die Zukunft schauen und auch nicht genau die ähnliche positive Erwartung haben wie Manuela Schwesig. Im Gegenteil, Sie machen sich Sorgen. Warum? Eigentlich habe ich gar keine Erwartung. Ich weiß nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich glaube, Sie können sie auch nicht beantworten, ob das, was jetzt geschieht, uns zum Positiven oder zum Negativen verändern wird. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber jetzt ja schon ein paar Sachen, die jetzt schon passieren. Ja, ein paar Sachen wissen wir schon, die sind ja nicht immer so nett, was wir schon wissen. Aber wir wissen ja eigentlich nicht so sehr viel darüber, wer denn eigentlich kommt, weil wir Einwanderung nicht steuern. Das Asylrecht fragt nicht danach, wer jemand ist, was jemand kann, darf es auch gar nicht. Weil das Asylrecht nur danach fragt, bist du verfolgt oder bist du nicht verfolgt. Wenn man aber eine Einwanderung über das Asylrecht organisiert, dann kann man sie schlecht steuern. Wir wissen nichts. Und wenn die Regierung und diejenigen, die die Einwanderung organisieren sollen, kein Wissen darüber haben, wer kommt, dann können sie auch keine Entscheidung darüber treffen, wie es denn weitergehen soll. Für mich ist die wichtigste Frage die soziale Frage. Die wird in Deutschland, ist jedenfalls mein Eindruck, gerät die aus dem Blickfeld, die soziale Frage. Es ist immer nur von Religion die Rede, von Kultur, von Geschlecht. Ob es gelingen wird, das wird sich entscheiden, ob wir diese soziale Frage lösen können. Das wird sich daran entscheiden, wie viele Menschen kommen denn, die eine Perspektive haben werden. Darüber, glaube ich, haben wir kein belastbares Wissen. Wir wissen jetzt, dass nicht alle, die kommen, Ingenieure und Ärzte sind. Das wissen wir inzwischen, dass es auch Analphabeten gibt und Menschen, die keine Perspektive haben. Meine Sorge ist einfach, dass eine Einwanderungsgesellschaft, die sehr gut funktioniert in Deutschland, besser als in Frankreich, in anderen Ländern, dass die unter Druck gerät, wenn wir Menschen
in großer Zahl aufnehmen, die am Ende keine Perspektive haben. Das wissen wir aber jetzt nicht. Das wissen wir wahrscheinlich erst in 5 Jahren. Und was man aber gewiss sagen kann, ist, das soll mein letzter Satz dazu sein, dass es schwierig ist, die Akzeptanz in der Bevölkerung, die schon hier lebt, und das sind im Übrigen auch Einwanderer, die schon lange hier sind, verlieren wird, wenn das im nächsten Jahr mit der ungesteuerten Einwanderung weitergeht und wenn auf dem Wohnungsmarkt und wo auch immer ein Kampf um Ressourcenkonflikt, um Ressourcen entbrennen wird, dann werden wir ein großes Problem haben. Aber vielleicht geht es auch gut. Ich weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir nicht wissen, was geschieht. Unterstellen Sie der Bundesregierung da sowas wie eine Realitätsverweigerung? Und hören Sie die bei Manuela Schwesig jetzt auch raus? Nein, Realitätsverweigerung ist ja nicht der richtige Begriff dafür. Die Kanzlerin hat sich entschieden, die Grenzen zu öffnen. Das Selbstbild, das Deutschland von sich hatte, ist durch die ganze Welt gegangen. Wir haben also Angebote gemacht, die andere Staaten nicht gemacht haben. Und jetzt hat man im Grunde keine andere Wahl, als die Moral als Begründungsressource zu verwenden. Das ist aber, das finde ich falsch, weil Politik mit Augenmaß und pragmatisch handeln muss. Und ich sage das nochmal, das muss sie tun im Interesse unserer Einwanderergesellschaft, die eine gut funktionierende Einwanderergesellschaft ist. Auch im Interesse der Einwanderer, die schon hier sind, muss das geschehen. Und das geschieht im Augenblick nicht. Mir ist zu viel Moral in der Debatte und zu wenig Pragmatismus. Zunächst mal der letzte Satz, denke ich, wenn es gelingen soll, muss jetzt die ungesteuerte Einwanderung, die muss einfach begrenzt werden, damit wir die Probleme, die wir jetzt schon haben, bewältigen können. Ich glaube, dass das wichtig ist. Haben Sie aber nicht genügend Pragmatismus und genügend Plan und genügend Steuerung? Doch. Also ich kann für mich sagen, ich habe Erwartungen, wie es laufen soll. Und wir in der Bundesregierung haben darüber gesprochen und ja auch Entscheidungen getroffen, dass wir es besser steuern. Es stimmt, dass es jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Monaten viel zu schnell die Menschen zu uns kamen, in großer Zahl und vor allem eben ungesteuert. Das ändert sich gerade und das muss sich in der Zukunft stärker ändern. Mhm. Es ist wichtig, dass alle, die zu uns kommen, registriert werden. Und es ist wichtig, dass wir nicht mehr weiter zuschauen, dass die Schleuser eigentlich bestimmen, wer wann wohin kommt, sondern dass es endlich die Politik bestimmt. Was könnte die Lösung sein? Die Lösung könnten Kontingente sein. Wir brauchen eigentlich 3 Maßnahmen. Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Ich meine, Menschen aus Syrien fliehen vor Krieg und Gewalt. Das würde ich genauso tun. Deswegen ist es wichtig, langfristig eine politische Lösung zu finden für Syrien selbst. Zweitens, wir müssen die Flüchtlingslager, die in der Region sind, viel besser ausstatten. Es ist ein Fehler der Politik gewesen, dass wir zugeschaut haben, dass es zu wenig Nahrung gab in den Lagern, kaum Schulen, medizinische Versorgung. Da ist es kein Wunder, dass sich die Leute auf den Weg machen. Und drittens, und das favoriere ich sehr, die Lösung, wir brauchen eine europäische Lösung, dass wir sagen, wir sichern die Außengrenzen und Leute können, gerade Kriegsflüchtlinge, über Kontingente zu uns kommen. Dass Europa sich auf ein Kontingent, eine Zahl festlegt und sagt, so viel können im Jahr kommen. Davon nimmt Deutschland Menschen. Und dann wüssten wir, wer kommt, wie viele kommen und könnten uns viel besser darauf vorbereiten. Denn natürlich ist es so, dass jetzt die Herausforderung riesig ist, viele Kommunen am Limit sind, auch die Helfer. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass es wichtig wäre, dass wir sagen können, sozusagen, wie geht es weiter im nächsten Jahr? Das genau. Problem ist nicht die Million, die da ist, sondern wie geht es eigentlich weiter? Und da gibt es Antworten, das sind keine schnellen, das sind auch vielleicht keine aller Heilmittel, aber jedenfalls ich als Ministerin kann nicht sagen, ich habe keine Erwartung oder keinen Plan. Wir als Politik müssen einen Plan haben und ich glaube, weniger Streit und mehr machen, dann würde auch mehr Zuversicht in der Bevölkerung sein. Zuversicht haben Sie die, Frau Gümüşay? Will Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein bisschen mehr vorstellen? Sie sind Enkelin eines türkischen Gastarbeiters, der 1974 nach Deutschland gekommen ist, als man noch von Gastarbeitern sprach. Ihre Eltern sind in Deutschland gewesen. Sie sind in Hamburg geboren, haben in Deutschland und anderswo Politik studiert. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland die anstehenden Veränderungen und auch die nötige Integration besser hinbekommen wird als zu Zeiten Ihres Großvaters, Ihrer Eltern, Ihrer Schulzeit? Ich denke, dass wir es hinbekommen können, wenn wir aus der Vergangenheit lernen. Immer wieder wird der Satz gesagt, und ich kann ihn eigentlich unterschreiben, wir dürfen nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Wir dürfen nicht die Fehler machen, die wir damals in der Gastarbeitergeneration gemacht haben. Und wir dürfen auch nicht die Fehler der vergangenen Jahre machen. Und ein großer Fehler, den wir hatten,
gemacht haben, war, dass wir erstens nicht eingesehen haben, dass wir inzwischen eine Einwanderergesellschaft sind und zweitens, dass das bestimmte Konsequenzen hat. Wir müssen darüber sprechen, was bedeutet es, deutsch zu sein? Was bedeutet es, oder wen meinen wir, wenn wir von wir sprechen? Professorin, ihre Kollegin Naike Forutan hat zum Beispiel einen schönen Vorschlag gemacht. Sie meinte, wir müssen über eine Leitkultur sprechen, aber vielmehr eigentlich über ein Leitbild. Mhm. Leitkultur meint immer die Vergangenheit, Leitbild meint die Zukunft. Wir müssen ein Deutschsein schaffen, das sich nicht nur exklusiv definiert. Aktuell wissen wir nicht, was deutsch ist. Wir wissen, das ist nicht deutsch, türkisch sein ist nicht deutsch, religiös sein, muslimisch sein ist nicht deutsch, schwarz sein ist nicht deutsch. Eine exklusive deutsche Identität haben wir in den vergangenen Jahren vertreten. Und jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, deshalb so angespannt die Situation auch sein mag, so angstvoll sie auch sein mag, finde ich das jetzt eine sehr gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, was bedeutet es, eine Einwanderergesellschaft zu sein? Wen meinen wir, wenn wir sagen? Und haben Sie schon eine Erwartung? Eine positive oder eine negative, wie Deutschland sich durch Flüchtlinge und auch eben dadurch, wie wir uns dann vielleicht neu der Integrationsaufgabe stellen werden, verändern wird? Also eine Veränderung nehme ich ja jetzt schon wahr, und zwar, dass die etwas älteren Neuen sozusagen, also Kinder der Gastarbeitergeneration, meine Generation, an Menschen mit Migrationshintergrund in Anführungsstrichen. Wir werden jetzt zu Rate gezogen, wir sitzen in solchen Runden und wir sind involviert in der Debatte auf eine ganz andere Art und Weise. Wir sind nicht mehr das Problem. Das Problem sind jetzt die Neuen, was ich auch sehr problematisch finde. Mhm. Aber durch diese neue Rollenverteilung wird klar, dass jetzt unsere Generation eher schon in dem Wir mit inbegriffen ist. Das heißt, was Gutes, oder? Das ist ein positiver Wandel. Und ich glaube, wenn wir wirklich mit denjenigen sprechen, mit den verschiedenen Menschen, die Deutschland unglaublich mitgeprägt haben, wie Fatih Akın, den Filmregisseur, Shami Langhoff, eine Theaterintendantin, die postmigrantisches Theater geschaffen hat, die unsere Kultur, unsere Sprache, unser Land, unsere Politik, die intellektuelle Landschaft in Deutschland mitgeprägt haben. Wenn wir diese Menschen mit einbeziehen in die Debatte, wer wir sind, wer wir sein wollen, dann glaube ich, dass wir wirklich zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Wenn wir das nicht tun, ich sehe viele Stimmen, die genau das Gegenteil fordern, die sehr polemische Debatten führen, die jetzt wieder über die Geflüchteten sprechen, als seien das Barbaren, die jetzt Sexismus, Antisemitismus und Rassismus in unser Land tragen, die das Grundgesetz niemals achten können, qua Religion, weil sie Muslime sind. Diese Stimmen werden auch laut. Und wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir auf dieser Ebene debattieren, dann habe ich keine Zuversicht für die Zukunft. Dann, diese Stimmung macht mir wirklich Angst. Herr Palmer, nehmen Sie sich als Teil dieser Stimmung wahr, wenn Sie gesagt haben, so schaffen wir es jedenfalls nicht? Nein, weil ich ja solche Stereotypen nicht reproduziere. Ich habe auch keine Erwartungen, ich habe nur eine Aufgabenbeschreibung. So ist es, wenn man die Aufgabe umsetzen soll, die die Bundespolitik den Kommunen stellt. Und da stelle ich jetzt einfach mal fest, wir schaffen derzeit nicht die Voraussetzung für gelingende Integration, sondern wir leisten Nothilfe. Das ist wahrscheinlich auch richtig in der Situation, wo 1 Million Menschen in einem ganz kurzen Zeitraum zu uns kommt. Aber Tatsache ist, die Menschen können ihren Antrag auf Asyl in der Mehrheit gar nicht abgeben. Wir wissen nicht, welche Ausbildung sie haben, woher sie kommen, was sie können. Wir haben sie überwiegend in Hallen und Kasernen untergebracht, zu Hunderten. Auch wenn man 500 Schwaben 3 Monate in eine Kaserne einsperrt, fangen die an, aggressiv zu werden. Das hat nichts mit Religion zu tun. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass da keine Integrationsvoraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt, die Leute aus diesen Notunterkünften rauszuholen. Das ist mein Job in der kommunalen Ebene. Und warum haben Sie gesagt, wir schaffen es nicht? Weil, das will ich Ihnen gerade sagen. Ja. Weil die Voraussetzungen von Bund und Land nicht gegeben sind. Weder organisatorisch noch finanziell. Ich bräuchte sehr weitgehende Befreiungen von einer... Und von der Idee, über die Frau Gümüşay spricht? Die Idee ist, glaube ich, nicht die Schwierigkeit. Ich erlebe in meiner Stadt eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Ich erlebe etwas, das vor 20 Jahren in Baden-Württemberg ganz unbekannt war, dass die Menschen sagen, wir wollen helfen, wir finden das gut und wir machen damit. Das Problem ist die Organisation des Ganzen, die finanziellen und die organisatorischen Ressourcen. Also haben wir keine Flüchtlingskrise, sondern eine Organisationskrise? Im Moment ja. Mhm. Wie das sich weiterentwickelt, weiß ich nicht, aber ich möchte es konkret beschreiben. Der Bund hat, findet er wahrscheinlich großzügig, 500 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau in Deutschland zur Verfügung gestellt.
Um 1 Million Flüchtlinge einigermaßen anständig unterzubringen, braucht man 25 Milliarden. Das ist ein so krasses Missverhältnis, dass ich sage, wir werden in den Kommunen mit der Aufgabe alleingelassen. So können wir das nicht schaffen. Und organisatorisch habe ich das gleiche Problem. Ich kann in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, wenn ich nicht zusehen will, dass Leute jetzt 3, 4 Jahre in Hallen untergebracht sind, kann ich nicht mit 70 Schutzvorschriften für alle möglichen Schutzgüter in einer halben Jahre Häuser hinstellen, die 1000 Normierungen einhalten. Ich habe schon die Planer gar nicht, die das alles beachten können. Und deswegen brauche ich da gewissermaßen Beinfreiheit. Wir brauchen Freiheit. Ich sage Ihnen mal 2 Beispiele. Ich muss Vorschriften beachten, die für 1000-jährige Erdbeben und 1000-jährige Hochwasser gemacht sind. Wenn das Haus da aber nur 3 Jahre stehen, so würde ich einfach mal sagen, jetzt lassen wir mal die Vorschrift weg, weil ich muss jetzt Flüchtlinge unterbringen. Verstehen Sie das? Das ist vor Ort im Moment so, wie die Bundespolitik das angeht, nicht machbar. Und deswegen bin ich sehr froh, einer Ministerin gegenüber zu sitzen und sagen, Sie müssen uns helfen. Wenn wir das schaffen wollen, brauchen wir mehr Hilfe von den oberen Ebenen. Ich bin sicher, Sie haben genügend Geld dabei, oder? Die Probleme, die Herr Palmer anspricht, sind nicht neu und viele davon sind auch so richtig. Die Verfahren dauern viel zu lange. Das ist ein Problem, da kann Politik, auch die Bundespolitik, nicht um heißen Brei herumreden. Deshalb haben wir jetzt diese Behörde, die das machen soll, mit den Verfahren aufgestockt. Deswegen hat man endlich, muss man auch sagen, endlich ein einheitliches IT-System. Es ist irgendwie auch unfassbar, dass es 8 verschiedene Systeme gab, wie man Flüchtlinge registriert. Und dann haben die nicht zusammengepasst in einem Zeitalter, wo wir im 21. Jahrhundert zum Mond fliegen können. Also viel dieser Kritik ist berechtigt, aber wir brauchen heute Abend nicht so tun, als ob wir nicht über diese Sachen schon gesprochen haben. Denn die Bundesregierung hat sich ja mit den Kommunen, ich war selber dabei, zusammengesetzt. Und deshalb werden jetzt die Verfahren beschleunigt. Deshalb und mehr haben Geld? Mehr Geld, für Wohnungs- von 25 genau. Milliarden. Mehr Geld für Wohnungsbau. Einmal die 1/2 Milliarde, die jetzt kommt für den Bau. Es gibt Bürgermeister wie Hamburg, die schon längst große Wohnungsbauprogramme angefangen haben. Und jetzt das kommt das dazu. Und wir wollen gerne die steuerliche Förderung auch für Wohnungsbau verbessern, weil ich glaube, dass es mit öffentlichen Mitteln nicht alleine geht. Wir müssen auch den privaten Wohnungsmarkt ankurbeln, weil es geht ja nicht nur um Wohnung für Flüchtlinge, sondern es geht um Wohnung für alle. Selbst Familien, selbst ohne Flüchtlinge spüren Familien jetzt schon in Städten, auch in beliebten Städten wie ihrer, dass ja nicht genug Wohnung da ist. Das Gleiche mit Kita. Wir haben 1 Milliarde jetzt wird frei aus dem Betreuungsgeld. Das geben wir weiter an Länder und Kommunen für Kita-Ausbau. Nicht Kita für Flüchtlingskinder, Kita für alle Kinder, ob Flüchtlingskinder oder hier geboren. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Politik sich leisten kann, jetzt speziell nur Maßnahmen für Flüchtlinge zu machen, sondern es ist ganz wichtig, dass unsere Maßnahmen Wohnen oder zum Beispiel Kita-Plätze für alle sind. Und die Bundesregierung hat hier ein großes Milliardenprogramm auf den Weg gebracht. Wir versuchen es gerade mit den Kommunen umzusetzen. Und insofern sind die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind auf den Weg. Klar, mehr geht immer, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal das machen, was wir schon auf den Weg gebracht haben. Also ich muss da einfach widersprechen, Sie sind so weit weg in der Dimension allein. Hier geht es nicht ums Doppelte, sondern hier geht es ums 50-fache dessen, was Sie bereitgestellt haben, was wir bräuchten. Dass ich Ihnen ganz klar sage, im Sinn von Herrn Barbarowski, wenn die oberen Ebenen uns in den Kommunen hier nicht wesentlich stärker unterstützen, kommen wir in eine soziale Krise. Städte wie Tübingen schaffen das. Aber Städte in Nordrhein-Westfalen schaffen es nicht. Und Berlin ironischerweise schafft es schon Berlin nicht mehr, weil es die am schlechtesten organisierte Stadt in Deutschland ist. Zuerst brechen die weg. Ja? Das ist halt so. Meiner Meinung nach dürfen Sie nicht riskieren, dass die finanziell und organisatorisch schlecht aufgestellten Kommunen der Reihe nach wegbrechen und dort nichts mehr von Integration funktioniert. Und dieses Risiko geht die große Politik ein. Nehmen Sie noch die Kosten der Unterkunft. Im Moment zahlen die Kosten der Flüchtlingsunterbringung die Länder und der Bund. Die gehen aber in einem halben oder bis in einem Jahr in unsere Verantwortung über. Die meisten werden keinen Arbeitsplatz haben, weil 80% gar keine Qualifikation, das wissen wir heute fast schon genau, 80% keine Qualifikation für unseren Arbeitsmarkt mitbringen. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit einen riesigen Aufwuchs der Sozialkosten und die werden voll den Kommunen durchgereicht. Das führt dazu, dass wir in jeder Kommune die Debatte bekommen, wegen der Flüchtlinge muss ich auf das, das und das und das verzichten. Das stehen wir nicht durch. Der soziale Friede steht es nicht durch. Die Bundespolitik muss hier mehr tun. Wir schaffen das so nicht. Ich kann es nicht anders sagen. Herr Palmer, dass mehr Geld immer geht, ist gar keine Frage. Wir haben jetzt sozusagen ein erstes großes Paket. Ein sehr kleines. Gut,
groß oder klein. Wir können es uns jetzt leicht machen. Sie sind der Bürgermeister, der Ahnung von der Praxis hat. Und ich bin die Bundesministerin, die zu wenig tut. Wir können dieses Spiel spielen, aber es bringt letztendlich uns alle nicht weiter. Und ich glaube, dass auch nicht nur die Bundesregierung sagt, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, sondern dass es auch Sie, auch die Bürgermeister sagen. Ich nehme jedenfalls viele Bürgermeister wahr, die es sagen. Und was wir ja gemacht haben, ist zu sagen, weil wir nicht für alle alles machen können, müssen wir jetzt unterscheiden zwischen den Flüchtlingen, die zu uns kommen und ich sag mal, schwere Gründe haben, wie Krieg, wie Gewalt, wie zum Beispiel in Syrien, und müssen denen ganz ehrlich sagen, die kommen, weil sie hier ein besseres Leben erwarten, zum Beispiel aus Albanien, aber nicht diese Schutzbedürfnisse haben wie Syrer, dass die wieder zurück müssen. Und sie wissen ganz genau, dass es auch gerade ihre Partei ist, die uns heftig dafür kritisiert, dass wir diese Unterschiede machen und auch konsequent zurückführen. Also es ist nicht so, dass die Bundesregierung nicht sieht, dass es nicht für alle alles vor Ort geht. Und wir haben jetzt große Programme auf den Weg gebracht, alleine die Bundesfreiwilligen, Leute, die wir jetzt unterstützen, auch in den Kommunen, auch in Ihrer Kommune. Ich gebe Ihnen völlig recht, das, was wir jetzt schon beschlossen haben, wird auf Dauer nicht reichen. Ich bin auch sicher, da wird noch mehr kommen, weil die Integrationsaufgabe viel mehr bedarf als nur, ich sag mal, ein Dach über den Kopf und Arbeit, Wohnen. Aber nochmal, ich finde, nicht nur für Flüchtlinge, sondern immer für beide Bevölkerungsgruppen. Integration, Frau Knobel-Ulrich, ist Ihr Thema einer Reportage, an der Sie im Moment gerade drehen. Sie fahren durch Deutschland und schauen sich an, was es für Veränderungen jetzt schon gibt durch die vielen Flüchtlinge. Was sehen Sie da, mehr Hoffnungsvolles oder mehr Ängstigendes? Also, Sie haben ja zunächst mal gefragt, wie verändert sich unser Land? Und richtig, ich bin sehr beeindruckt davon, was sich im letzten halben Jahr getan hat, dass also Bürger ihre Zeit, ihre Mühe aufwenden, um Flüchtlingen zu helfen. Ja. Das ist ganz wunderbar. Aber es kann ja nicht bleiben bei Betten und Butterbroten. Wir müssen die Leute ja integrieren in unsere Gesellschaft. Wir müssen ihnen sagen, dass wir ein Grundgesetz haben, in dem steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir Religionsfreiheit haben. Mhm. Und wir haben ja seit 50 Jahren Einwanderung. Wir haben ja eigentlich diese Erfahrung. Und wenn ich mir dann angucke, dass es zwar sehr gelungene Integrationsbiografien gibt, dass es aber auch erschreckende Parallelwelten gibt, dann bin ich skeptisch, was die Zukunft angeht. Ich finde das erschreckend, dass mir zum Beispiel Mitglieder der jüdischen Gemeinde sagen, sie können hier in Berlin in bestimmten Stadtteilen nicht mit ihrer Kippa spazieren gehen, weil sie sonst zusammengeschlagen werden. Ich finde es schlimm. Ich bin stolz darauf, dass wir ein Rechtsstaat sind, dass die Menschen hier gleich vor dem Recht behandelt werden, und sehe mit Erschrecken, dass es Einwanderer gibt, denen das völlig wurscht ist. Da wären schwerste Straftaten mit Hilfe von Friedensrichtern gelöst. Da werden schwerste Straftaten mit Hilfe von Geldern gelöst und es wird nicht mehr ein Prozess geführt und die Straftat nicht mehr verfolgt. Ich sehe, dass junge Mädchen in Schulen, dass denen gesagt wird, du benimmst dich ja wie eine Deutsche. Und das ist ein Schimpfwort, das heißt, du bist eine Schlampe. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir Flüchtlinge aus Ländern bekommen, die keine lupenreine Demokratie sind, ja, Irak, Afghanistan, Syrien, dort gelten Christen als Ungläubige, als geduldete Minderheit. Juden sind Todfeinde. Israel gehört von der Landkarte ausradiert. Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie Männer. Schwule sitzen im Knast oder werden am nächsten Baukran aufgehängt. Dann macht mir das Angst, weil ich sehe, dass wir hier keine Konzepte haben. Uns fehlen nicht nur die Wohnungen, uns fehlen nicht nur die Arbeitsplätze. Uns fehlt der gerade Rücken zu sagen, wer sind wir? Und was wollen wir? Wir müssen von den Leuten fordern, rote Linien einziehen. Und wenn diese roten Linien nicht eingehalten werden, dann müssen wir sagen, hier ist Schluss. Wir können es nicht dulden, dass ein Flüchtling, weil er konvertiert ist, durchs halbe Flüchtlingsheim gejagt wird und der Mob hinterher eiert. Und das hat keine Konsequenz. Ich habe heute die Frau, die eine Entscheiderin gefragt, ich habe heute Morgen in einem Flüchtlingswohnheim gedreht, eine Entscheiderin, eine Anhörung mit einem Syrer. Ich habe gesagt, sagen Sie mal, falls jetzt jemand straffällig wird, hat das Einfluss auf das Asylverfahren? Nein, sagt sie. Nur wenn die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt ist. Dann habe ich gefragt, ja, und wenn
wenn jetzt irgendjemand sagt, du bist ein Kuffar, ein Ungläubiger, oder ich gebe dir nicht die Hand, weil du eine Frau bist, weil du unrein bist, hat das Einfluss auf das Asylverfahren? Nein. Und da denke ich, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen gucken, dass wir unsere Werte verteidigen und nicht anfangen zu relativieren. Frau Günther. Frau Knobel-Ulrich will also auch diese Debatte führen, bei der Sie eben gesagt haben, da sehen Sie was Positives drin. Sie dreht diesen Film unter dem Titel Integrationschaos. Das ist, glaube ich, immer noch der Arbeitstitel, ne? Verstehen Sie das als eine ergebnisoffene Herangehensweise? Nein, und zwar, ich bin ganz bei Ihnen, was die ganzen Probleme angeht. Die sehe ich auch. Und die Sache ist aber, dass wir an verschiedenen Orten Probleme haben. Wir haben 1500 Flüchtlingsheime, die attackiert worden sind, allein im September. Wir haben unglaublich viele hohe Zahlen in der rechten Szene. Wir haben die allermeisten Straftaten gegenüber Juden, gehen von rechtsextrem aus, 90%. Was sage ich damit? Ich relativiere damit nicht das, was Sie gesagt haben. Ich leugne es auch nicht. Das Einzige, was ich sagen möchte, was mir wichtig ist in dieser Debatte, ist, dass wir einsehen, dass wir uns diese Werte gegenseitig beibringen müssen. Und ich finde, da bin ich bei Frau Schwesig, wenn sie sagt, wir müssen Integration für alle machen. Wir müssen allen diese Werte beibringen. Ja. Und während Sie diese Probleme aufzählen, manifestieren Sie bestimmte Stereotype. Ja, diese Probleme gibt es, aber nicht alle Geflüchteten sind so. Natürlich. Für jeden sexistischen Geflüchteten kann ich Ihnen einen feministischen Geflüchteten zeigen. Diese Beispiele, die Sie nennen, die kreieren ein Stereotyp. Und damit kreieren Sie die Stimmung nach dem Motto, die Geflüchteten sind die Sexisten, die Antisemiten, die wollen unser Grundgesetz nicht achten. Das wissen wir noch nicht, ob sie es wollen. Ich sage, es wird ein Problem sein, es ihnen beizubringen. Ob sie es wollen, das wissen wir noch nicht. Aber warum meinen Sie, dass es ein Problem sein wird? Einfach, weil ich denke, ich sehe ja nicht eine Million Herzchirurgen. Ich sehe eine Million... Ein Herzchirurg kann auch sexistisch ich sein. Sehe, kann sein. Das stimmt. Ich sehe eine Million Flüchtlinge, die aus Ländern kommen, in denen Frauen nach meinem Besuchen dort, habe ich den Eindruck, nicht die gleichen Rechte haben. In Syrien gibt es unglaublich viele Professorinnen, intellektuelle Frauen, die Ärztinnen. In Afghanistan? Ja, auch in Irak. In Afghanistan gibt es mehr Frauen im Parlament als in den USA. Ja, das kann ja alles sein, aber... Also ich finde es schwierig, wenn Sie grundsätzlich den Menschen, die aus diesen Ländern stammen, unterstellen, sie seien Sexisten. Das dürfen Sie nicht tun, denn damit ermöglichen Sie diesen Menschen nicht, hier einen neuen Anfang zu starten. Ich unterstelle es Ihnen nicht, aber ich befürchte, aus dem, was ich aus der Vergangenheit sehe, ja, wenn man also Mädchen, wenn wir stundenlang immer diese Debatten führen, was dürfen Mädchen und dürfen Mädchen, ich weiß nicht, schwimmen in Schullandheime und weiß der Kuckuck was, ja, dann sehe ich oder befürchte ich, dass wir diese Debatten auch noch in 5 und in 10 Jahren führen, wenn wir nicht klare Linien ziehen und sagen, auch ein Mädchen hat ein Recht, wenn es in ein See fällt, nicht zu ertrinken. Ja, da können wir nicht dem Vater zubilligen, er habe das Recht, dieses zu entscheiden aus religiösen Gründen. Das geht nicht. Ich bin auch bei Ihnen. Wir sollten keine Islamdebatten wieder führen. Haben Sie recht. Herr Barbarowski, Sie wollten sich einschalten. Jetzt bitte nicht mit der Islamdebatte. Eine Islamdebatte möchte ich auch überhaupt gar nicht führen, sondern ich will noch mal darauf verweisen, dass wir nicht in moralischen Kategorien über dieses Problem sprechen sollten. Der einzige Vorteil an dieser... Ich verstehe nicht, wo ist die moralische Kategorie, wenn wir sagen, es muss eine Möglichkeit geben, unsere Werte zu vermitteln? Naja, dass wir darüber sprechen, wir sollen nicht andere stereotypisieren, sie nicht stigmatisieren, das versteht sich von selbst. Das wollen wir gar nicht. Wir sagen nicht, alle Muslime achten die Frauenrechte nicht. Das sagt ja kein vernünftiger Mensch. Das tun wir ja gar nicht. Sondern wir müssen mal darüber nachdenken, ob das, was jetzt gerade in Deutschland geschieht, ob das gut ist für die Integration. Genau. Und zwar nicht nur für die Integration derer, die kommen, sondern auch für die Integration derer, die schon da sind, die sich mit den Menschen, die jetzt kommen, ja in ein Benehmen setzen müssen. Ja. Müssen sich in irgendeinen Kontext bringen lassen. Es gibt auch eine Gesellschaft, die schon da ist, die man dafür gewinnen muss, diese Veränderung zu ertragen. Der französische Schriftsteller Ole Beck hat ganz richtig gesagt, Menschen können in der Regel, jedenfalls einfache Menschen können es nicht ertragen, dass sich ihr Leben alle 2 Jahre ändert. Sondern sie wollen Stabilität und Ordnung und Sicherheit in ihrem Leben. Und wenn sich ihr Leben ständig ändert, ohne dass sie selbst daran beteiligt sind,
ja, an dieser Entscheidung, dass sich ihr Leben ändert, sondern dass das verkauft wird wie eine Naturkatastrophe, die über sie kommt, die sie akzeptieren müssen, dann ist die Bereitschaft gering. Das Zweite ist, wir sollten... Nur ehrlich gesagt, hätte man denn ändern können? Ich will noch diesen einen Punkt sagen, dann sage ich es Ihnen, okay. Was man denn hätte ändern können. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass man mal schaut, dass Integration ja da besonders gut funktioniert hat, wo Menschen aus bildungsgebildeten Milieus kamen. Nehmen Sie mal die iranische Einwanderung. Es sind alles Muslime, aber sie sind vor einem bösartigen Mullah-Regime sind sie nach Europa geflüchtet. Sie sind mit einer Iranerin verheiratet. So ist es. Und kennen das aus guter Anschauung. Und deshalb, da kann man ja sehr gut sehen, die fallen gar nicht auf. Mhm. Niemand spricht über diese Menschen, die sind gut integriert, sie fallen nicht auf. Die Mehrheit von Iranern hat einen akademischen Abschluss oder Abitur, die sind extrem erfolgreich. Das gilt auch für andere Einwanderergruppen. Mhm. Aber es gibt auch Einwanderergruppen, die sind gar nicht erfolgreich. Und wenn Sie das französische Modell nehmen, das er immer gesagt hat, naja, von Geburt aus ist jeder Franzose, ja, und ist gleichberechtigt, das hat ja gar nicht gut funktioniert. Warum? Weil es Gruppen von Menschen gibt, die nicht deshalb erfolglos sind, weil sie Muslime sind, sondern weil sie aus einem Hintergrund kommen, in dem keine Bildung vermittelt wurde, sind sie erfolglos. Und wenn man erfolglos ist, wenn man keine Perspektive hat im Leben, dann kann man Menschen nicht das Grundgesetz vor das Gesicht halten und sagen, lies mal, ist eine nette Sache. Nein, wer erfolglos ist, ist frustriert und hat keine Lust, Teil einer Gesellschaft zu werden, von der er oder sie ausgeschlossen ist. Und was jetzt mein Punkt ist, ist, was wir machen müssen, und deshalb müssen jetzt die Grenzen geschlossen werden, ist zu sehen, wer kommt. Geht doch gar nicht, Grenzen schließen. Natürlich kann man die Grenzen schließen. Wie wollen Sie das machen? Andere Staaten tun es auch. Nach Polen wandert niemand ein. Das ist mal ganz praktisch. Wie in Schweiz auch. Das ist Ihr Beispiel, Herr Barbarowski. Das finden Sie einen guten Umgang, wie Polen umgeht mit der Flüchtlingsfrage? Jetzt kommen Sie wieder mit der Moral. Ich bewerte das gar nicht. Ich beschreibe das nur. Ich beschreibe nur, dass niemand nach Polen gehen will. Ich frage mich, woran liegt das denn eigentlich? Nicht, weil in Polen Flüchtlinge schlecht behandelt werden, sondern weil es Polen keine Anreize aussendet und erklärt, sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Nun hätte Deutschland das natürlich auch tun können. Ist das nicht schlecht behandelt? Wenn man keine Anreize Wenn noch niemand gibt. Da ist, ist man ja nicht schlecht behandelt, wenn man sagt, man darf nicht kommen. Die anderen europäischen Staaten außer Schweden und Deutschland haben sich ähnlich verhalten. Das mag man sehen, wie man will. Sie haben sich so verhalten, wie sie es getan haben. Und deshalb kommt das Gros der Flüchtlinge nach Deutschland. So, und unser Problem ist jetzt, wenn das gelingen soll mit der Integration, und wenn wir nicht, wie Herr Palmer ja vorhin auch schon gesagt hat, soziale Konflikte auf unseren Straßen haben wollen in Jahren, Verteilungskonflikte um knappen Wohnraum und was auch immer, und wenn wir keine Ghettobildung wollen von erfolglosen jungen Männern, die keine Perspektive haben und die dann natürlich aggressiv werden, was erwartet man denn? Dann muss man Einwanderung steuern. Deutschland ist ein Einwanderungsland und Einwanderungsländer steuern ihre Einwanderung. Wir werfen aber jetzt was durcheinander, Herr Barbarowski, wissen Sie selber genauso gut wie ich. Sie sind Professor. Wir sprechen nicht über Einwanderung, wir sprechen über Flucht. Wir sprechen über Menschen, die fliehen, die auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention und auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch auf Basis des deutschen Asylrechts hier kommen. Deshalb rechtsstaatlich lassen sich die Grenzen gar nicht schließen. Nun. Ich finde übrigens, dass Einwanderung und auch Flüchtlingsaufnahme steuern etwas antworten. Anderes ist, als Grenzen schließen und zu sagen, wir nehmen gar keinen. Sie haben Ihren Punkt. Ich finde, gar keinen zu nehmen, das kann nicht die Antwort sein. Sie haben erst gesagt, andere Länder sagen, wir nehmen gar keinen. Warum machen wir es nicht so? Nein, das habe ich nicht gesagt. Und ich finde es einfach wichtig, das eine ist, dass es nicht mehr so unkontrolliert wie bisher gehen kann. Aber das andere ist, dass wir trotzdem bereit sein müssen, die da sind und Bleiberecht haben, gut zu integrieren. Und auch zu sagen, wir helfen insbesondere Familien mit Kindern, die vor Krieg fliehen. Und Sie haben nicht die Frage beantwortet, wie wollen Sie eine Grenze sichern? Ich will das mal sagen. Ich würde auch gerne den Bürgermeister, es gibt ja viele wie Herr Palmer, die sagen, Leute, auf Dauer schaffen wir das so nicht. Ich würde denen gerne sagen, versichern, ja, es bleibt jetzt bei der Million. Es bleibt nicht.
kriegen wir das erstmal hin, dann haben wir, können wir uns Zeit nehmen dafür. Aber das können Sie ja nur Grenzen sichern. Da bräuchten Sie einen Zaun, Sie müssen den bewaffnen. Was machen Sie mit den Familien, die davor stehen? Und ich will mal sagen, Sie sind auch Professor an der Uni. Ich meine, dieser Staat kann doch nicht tatsächlich zu Familien sagen, die vor Krieg fliehen, Pech gehabt, ihr bleibt jetzt draußen. Das wird so nicht funktionieren. Also, das ist doch klar. Das ist ja irgendwie so eine Verdrehung der Tatsachen. Mir hätte es ja eigentlich schon gereicht, wenn die Kanzlerin nicht ein Selbstbild von Deutschland in die Welt hinaus gesendet hätte, das darauf hinauslief, dass jeder herzlich willkommen ist. Aus pragmatischen Gründen. Natürlich hilft man Flüchtlingen. Natürlich hilft man Menschen, die in Not sind und nimmt sie auf. Aber was der Fehler gewesen ist, bei dieser fatalen Entscheidung zu sagen, alle sind willkommen, es gibt keine Obergrenzen. Die Entscheidung von Frau Merkel, dass die Grenzen offen sind, dass das Dublin-Verfahren außer Kraft gesetzt wurde. Das hat sie ja nicht entschieden. Das hat ja dazu geführt, aber es hat dazu geführt, dass die anderen europäischen Länder sich schäbig benehmen konnten und dass sie erklären konnten, nun gut, wenn Deutschland uns das Problem vom Hals schafft, dann müssen wir uns daran nicht beteiligen. Das war einfach eine falsche Entscheidung. Und natürlich muss man Flüchtlinge aufnehmen. Natürlich muss man sich um diese Menschen kümmern. Aber wenn wir im nächsten Jahr noch einmal 1 Million Menschen einwandern lassen, dann kommen wir vor ein organisatorisches Problem. Bislang arbeitet die deutsche Bürokratie sehr gut, bewältigt das technisch. Aber ob das dann die Bevölkerung, die schon da ist, auch noch bewältigen will, ich mache mir nämlich einfach Sorgen darum, dass das, was Sie beschrieben haben, und da bin ich ja auch bei Ihnen, das will ich ja auch, dass das da nicht mehr funktionieren wird. Und das wäre schade, das wäre einfach schade, dass das nicht funktionieren würde. Und deshalb muss ein Signal ausgehen, dass wir von unseren Asylstandards, von den hohen Asylstandards abrücken und dass wir Einwanderung begrenzen müssen. Und wir müssen klar machen, das Asylrecht, das Asylverfahren kann nicht das einzige Tor sein, um nach Deutschland zu kommen. Wir müssen Leuten, da bin ich auch der Meinung ihrer Partei, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, das klar macht, dass man auf anderem Wege legal hierher kommen kann. Ich habe ja die absurde Erfahrung, dass wenn ich Stipendiaten habe aus Russland, die müssen ein aufwendiges Verfahren machen, damit sie hier nach Deutschland kommen können. Die lachen sich tot, dass das auf anderem Wege sehr viel leichter ist, als auf legalem Wege nach Deutschland zu kommen, wenn man hier herkommen möchte. Das ist ein Problem. Und das Syrien, Sie haben ganz recht, Fluchtursachen bekämpfen. Aber wir haben keine Zeit dafür. Den Syrien-Konflikt werden wir nicht in einem Jahr lösen. Herr Palmer, wie kann es gelingen, dass weniger Menschen kommen, weil auch Sie das als Voraussetzung nehmen dafür, dass Integration überhaupt gelingt? Also ich glaube, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind. Was Frau Schwesig beschrieben hat, findet ja statt. Die europäischen Außengrenzen werden jetzt stärker kontrolliert. Sie wären quasi offen. Übrigens, weil Deutschland da Fehler gemacht hat. Wir haben die Türkei zu lange zurückgewiesen. Die hätte uns da viel helfen können. Jetzt zahlen wir teuer dafür an den falschen Regenten. Und weil wir Griechenland so ausgepresst haben finanziell, dass dort die Grenzschutzbeamten abgezogen worden sind. Also Italien winkt auch durch. Italien winkt auch durch. Und da war auch die Kanzlerin beteiligt. Als die Italiener das Flüchtlingsproblem hatten, hat die Kanzlerin gesagt, Italien ist gefordert, aber nicht überfordert. Da waren die Bilder eben in Lampedusa. Also wir brauchen da nicht so moralisch sein in Deutschland. Wir haben da eine Menge Fehler selber gemacht. Aber man kann Grenzen kontrollieren und den Prozess steuern. Es waren jetzt 3 Monate lang 10.000 pro Tag. Seit 2 bis 3 Wochen sind es 5.000 pro Tag. Das ist ein deutlicher Rückgang. Und ich glaube, wenn wir auf 1 Million... Und die erklären sich nicht aus dem Wetter? Das wissen wir nicht so genau. Aber es gibt da Hinweise drauf, dass die Maßnahmen in der Türkei, die übrigens nicht schön sind, zurückhaltender Flüchtlinge, dass die da einen erheblichen Teil beitragen. Also es lässt sich steuern. Und das Steuern, glaube ich, brauchen wir, weil sonst das Vertrauen in unseren Staat verloren geht. Wir müssen als Politik dafür einstehen, dass wir steuern können, wie es abläuft, dass wir nicht überrannt werden. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, das geht. Worüber wir aber mehr diskutieren sollten, ist die Differenzierung zwischen Asyl und Einwanderung. Ich finde, das wird ständig vermischt. Ja, genau. Ja, die Einwanderung ist immer begrenzt. Das Asyl erstmal prinzipiell nicht. In der Realität trotzdem, weil das Land endlich ist, aber prinzipiell erstmal nicht. Und ich glaube, dass wir uns eingestehen sollten, dass derzeit so viele Menschen Asyl in Deutschland begehren, dass wir nicht allen ein Einwanderungsversprechen machen können. Deswegen bin ich nicht dabei, wenn Sie sagen... Ein Asylversprechen machen. Ein Einwanderungsversprechen. Aha. Viele von denen kommen nämlich in der Erwartung, dass sie eigentlich einwandern können und hier bleiben können. Ganz genau. Und sie alle zu integrieren, geht bis zu einer gewissen Zahl. Große Einwanderungsländer schaffen das so 0,5-0,7% ihrer Bevölkerung regelhaft jedes Jahr aufzunehmen, zu integrieren. Da sind wir jetzt drüber. Und ich glaube, dass wir
einen Weg finden müssen, wie wir sagen können, ja, wir gewähren weiterhin diese Notunterkunft. Faktisch tun wir das auch im Moment. Wir schaffen keine Voraussetzung für Integration und Einwanderung, sondern wir schaffen eine Halle nach der anderen, in der wir die Menschen unterbringen. Und solange wir das wollen, und ich finde, da kann man stolz sein auf Deutschland, dass wir als einziges Land in Europa diese Aufgabe derzeit wahrnehmen. Schweden auch. Okay, Schweden und Deutschland, aber alle anderen haben sich von dieser Aufgabe verabschiedet. Das ist auch eine Realität, die man als Realist einfach nicht wegdrücken kann. Die Franzosen werden es nicht machen, die Spanier werden es nicht machen, die Briten werden es nicht machen, die Osteuropäer werden es auch nicht machen. Wir Deutsche müssen es selbst tun. Und dann gehört die Ehrlichkeit auch gegenüber den Flüchtlingen dazu zu sagen, wir werden nicht alle integrieren, sondern wir werden einen Einwanderungsweg haben, wer sich hier bewährt, wer im Grundgesetz Achtung zeigt, wer die Sprache erwirbt, wer einen Arbeitsplatz bekommt. Super, wir haben sowieso ein Demografieproblem. Wir brauchen 500.000 Leute etwa im Jahr, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Dann ist das ein Weg zur Einwanderung. Aber allen, die als Flüchtling kommen, ein Einwanderungsversprechen zu machen, führt zu Enttäuschungen auf beiden Seiten und zu sozialen Problemen. Da brauchen wir einen neuen Weg. Ich will zurückgehen zu dem Integrationsversprechen. Was heißt zurück? Das gehört zu all dem ja selbstverständlich dazu. Und will einen Ausschnitt oder mehrere Ausschnitte zeigen aus Ihrem Film, Frau Knobel-Ulrich, den Sie im September im ZDF gezeigt haben. Das haben Sie im Juni und Juli dieses Jahres gedreht. Das muss man vielleicht dazu wissen. Er hat den Titel Ein Staat, zwei Welten, Einwanderer in Deutschland. Und er war jetzt, darf ich so zusammenfassen, glaube ich, nicht der Beleg dafür, dass es gelungen ist, bisher hier lebende, hier geborene Menschen zu integrieren und sie beispielsweise, das war Ihr Punkt jetzt eben, aufs Grundgesetz zu verpflichten. In dieser Klasse wurde ein Film über einen sogenannten Ehrenmord an einer jungen Frau besprochen. Die Schüler sind fast alle in Deutschland geboren, haben den deutschen Pass und doch zeigten einige Verständnis für den Täter, nicht für das Opfer. Ich habe auch eine Schwester, die ist 16 und ich tick selber aus, wenn sie mit einem Kumpel oder so rausgeht. Wir leben hier in Deutschland. Mädchen dürfen hier tanzen, ausgehen und selber bestimmen, mit wem sie befreundet sind. Nein. Das ist schon nicht. Das würdest du nicht erlauben. Nein. Aber du bist doch Deutscher. Du bist hier geboren, du hast einen deutschen Pass. Deine Schwester hat dieselben Rechte wie du. Also wir haben doch ein Grundgesetz, Menschenskind. Ja, eigentlich ja schon, aber ich akzeptiere es nicht. Bei uns ist es so, dass wir halt so eine Landsfrau haben müssen, also so eine Albanerin. Ich bin ja Albaner, muss auch eine Albanerin sein, auch eine Muslimin. Ja. Muss sie dir gehorchen? Ja, auf jeden Fall. So wie Barat schon gesagt hat, mit Frauen, mit Männern rumgeht oder vielleicht auch schläft, dann wird halt auch da vielleicht Gewalt eingesetzt. Familie Aslan lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Sie haben 5 Kinder. Der Vater führt selbstständig ein Blumengeschäft. Gehorchst du deinem Bruder? Ja, klar, muss. In Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Da hat mein Bruder sich nicht einzumischen. Ja, der ist mein großer Bruder. Vor ihm soll ich auch Respekt haben und auch das machen, was er sagt. Neu-Ulm. Ich bin auf dem Weg in die Grundschule Stadtmitte. Schüler hatten die Ermordung der Karikaturisten der Pariser Zeitung Charlie Hebdo gerechtfertigt. Begründung, die hätten ja den Propheten beleidigt. Es fielen dann die Äußerungen, Christen muss man töten, Juden stehen auf der Stufe von Schweinen. Und wenn sie ein Kreuz malen oder anschauen würden, dann würden sie ihre Islamkraft verlieren. Das kann man nicht einfach so stehen lassen, solche Aussagen. Nicht von Kindern, die ja dann irgendwann auch Erwachsene werden. Die Direktorin stieß eine bundesweite Diskussion an und merkte, ihre Schule ist kein Einzelfall. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen aus ganz Deutschland. Und viele haben mir zurückgemeldet, dass es an ihren Schulen genauso dieses Thema gibt, aber sie sich nicht trauen, das öffentlich zu machen. Frau Schlesig, wir denken darüber nach, wie sich Deutschland verändern wird durch 1 Million Flüchtlinge. Wenn wir aber jetzt sehen, dass es nicht gelingt, oder nicht an allen Stellen jedenfalls gelingt, hier lebende Menschen, hier geborene Menschen auf das Grundgesetz zu verpflichten, etwa in der Frage, dass es natürlich selbstverständlich so ist, dass Frauen und Männer, Mädchen und Jungs gleichberechtigt werden. Was macht Sie dennoch hoffnungsvoll, dass es uns gelingen wird, diese Millionen Flüchtlinge zu integrieren? Weil ich nicht glaube, dass sozusagen alle, die zu uns kommen, diese Beispiele sind. Die gibt es und ich finde es auch gut, dass es gezeigt wird. Es ist ein Fehler der Vergangenheit, dass wir zu wenig auch über die Probleme von Integration gesprochen haben, zu wenig die Parallelgesellschaft angesprochen haben, selber auch zu wenig getan haben, das aufzuknacken. Deswegen habe ich eingangs ja auch gesagt, für mich ist wichtig, dass alle Kinder, aber auch alle Frauen, Männer sowieso, aber da passiert es in der Regel, von Anfang an einen Integrationskurs machen, einen Sprachkurs und übrigens muss in dem Integrationskurs auch die Werte
sollte, wie Gleichberechtigung von Männern und Frauen, auch die Achtung von Kindern Thema sein. Das ist der Einstieg. Aber Sie haben hier gesehen, die sprechen natürlich perfekt Deutsch, ja, wie auch anders. Das sind ja Deutsche. Deswegen würde ich sagen, das ist der Einstieg. Das kann natürlich nicht alles sein, weil wir wissen sozusagen, dass das noch nicht reicht. Das ist aber übrigens auch teilweise mit Leuten, die hier leben, so. Und ich finde es wichtig, dass wir uns gerade in den Schulen viel stärker damit auseinandersetzen. Dieses Beispiel gibt es ja mehrfach. Und das war zum Beispiel für mich Anlass zu sagen, wir brauchen viel mehr auch Diskussionen in den Schulen mit Jugendlichen genau über dieses Thema. Und jetzt haben wir ja zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich als Ministerin oder die Bundesregierung kommen und die Jungs zusammenfalten und sagen, so geht das gar nicht und ihr müsst jetzt und ihr müsst vielleicht noch was unterschreiben, was sowieso dann gar keinen Wert hat. Oder wir sorgen dafür, dass Jugendliche, und die gibt es auch, Muslime, Frauen und Männer, die nämlich eine andere Einstellung haben, als die wir eben im Fernsehen gesehen haben, dass die zusammenkommen, auch mit sozusagen Jungs und Mädchen, die nicht Muslime sind, Religion hin oder her oder gar keine. Und solche Projekte fördern wir jetzt. Und es ist unheimlich erstaunlich, wenn Jugendlichen sich untereinander auseinandersetzen. Wenn nicht Frau Knobel-Ulrich oder Manuela Schwesig sie fragt, das geht doch so nicht. Wenn sie sich auseinandersetzen und die Gleichaltrigen sagen, hey, das geht so gar nicht, die Mädchen haben hier die gleichen Rechte, dann können sie etwas bewegen. Meinen Sie, das hätte besser geklappt, als wenn Sie dann sagen? Ich werde oft dafür belächelt, weil es dann heißt, ja, man kann nicht immer mit Sozialarbeit oder Jugendarbeit alles retten. Aber ich glaube, wenn wir so eine Sachen ignorieren und nicht der Lehrerin und der Schulleiterin auch Hilfe anbieten und sagen, da brauchen wir gute Projekte, da müssen Jugendliche untereinander diskutieren, auch gerne begleitet, moderiert, dann wird nichts passieren. Frau Knobel-Ulrich, Sie haben ja versucht, den jungen Männern zu sagen, das ist das Grundgesetz. Ich bin natürlich für diese Jungs total uncool. Natürlich ist es besser, wenn jetzt junge Leute hingehen und sagen, hör mal zu, mein Lieber, du spinnst ja mit dieser Einstellung. Was ich aber schlimm finde, ist, dass ich herausgehört habe bei der Direktorin, dass sie sich trauen musste, diese Geschichte öffentlich zu machen. Ich habe auch Lehrerinnen kennengelernt aus Norddeutschland, die nur hinter, die nicht erkannt werden wollte und nur bereit war, anonym dazu Stellung zu nehmen. Die ist in ihr Klassenzimmer gegangen, hat gesagt, stellt euch mal vor, was mir gerade passiert ist. Charlie Hebdo war Unterrichtsthema und die haben gesagt, das war doch völlig okay, dass die umgebracht wurden. Dann haben ihr die Mitlehrer gesagt, hör mal zu, das hättest du aber gar nicht ansprechen sollen. Du hast die ja provoziert. Mhm. Und der Schulleiter hat gesagt, mach das mal nicht öffentlich, denn unsere Schule hat so ein bisschen den Duktus einer offenen, weltoffenen Schule. Ich glaube, was den Lehrern auch fehlt, ist die Rückenstärkung durch die Politik, dass man sagt, wir machen das öffentlich und wir dulden es nicht. Die Lehrer haben oft das Gefühl, dass sie da auf verlorenem Posten stehen und dass es Mutes bedarf, um das überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Und diese Direktorin sagte mir noch, wenn sie dann die Eltern einbestellt und sagt, hören Sie mal zu, so läuft das bei uns nicht, dann sagen die Eltern auch gerne, Sie sind wohl eine Rassistin oder Sie sind ein Nazi. Ja, und dann kommt sofort dieses Totschlagargument. Das also geht doch gar nicht. Ich bin völlig bei Ihnen, dass solche Probleme nicht unter den Teppich gekehrt werden dürfen. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich zu Beginn diesen Jahres, da hatten wir noch gar nicht so viel Flüchtlinge und diese Debatte, weil die Probleme gab es ja schon vorher, das haben Sie eben gezeigt, ein Programm gestartet habe. Das haben wir jetzt auf 50 Millionen Euro aufgestockt, wo es genau darum geht, dass wir diese Schulen, die Lehrer, auch die Schulsozialarbeiter damit nicht alleine lassen, sondern in die Schulen gehen, solche Diskussionen führen und nochmal möglichst mit jungen Frauen, jungen Männern, die auch vielleicht die gleiche Religion haben und dann diskutieren, weil ich glaube, das hat dann einfach einen höheren sozusagen Wert. Wir müssen nur auf der anderen Seite aufpassen und ich glaube, das ist immer oft das Problem. Es ist auch das Problem für uns Politiker, dass wir, wenn wir diese Probleme ansprechen, nicht andere das benutzen, um so zu tun, als ob jetzt alle so sind und alle, die zu uns kommen, so sind. Das ist die Gefahr, weil das wäre dann die Gefahr auch wirklich der Angstmache und der sozialen Spaltung. Ich finde, jedes Problem muss angesprochen werden. Wenn sich hier jemand nicht an unsere Werte und unser Grundgesetz hält, dann ist es egal, ob er zu uns gekommen ist oder hier schon geboren ist, dann muss es zum Thema gemacht werden und dann kann es nicht geduldet werden. Es muss aber für alle gelten. Man darf es nicht auf eine Gruppe schieben. Frau Gemüscheid, würden Sie sich zutrauen,
die jungen Männer, die Frau Knobel-Ulrich da getroffen hat, haben Sie die eigentlich mit der Lupe gesucht oder nein, sofort ganz und gar gefunden? Nicht. Nein, absolut okay. nicht. Wenn Sie die treffen würden, würden Sie sich zutrauen, dass Sie sie auf einen anderen Weg bringen, dass Sie ihnen beibringen, so geht es nicht und Sie verpflichten würden auf etwa das Grundgesetz? Durchaus. Also ich bin auch bei Frau Schwesig. Wenn man sich auf Augenhöhe unterhält, dann ist da auch viel Einsicht. Viele von denen, wenn Sie sich wahrscheinlich jetzt im Fernsehen sehen, diese jungen Jungs, die sind wahrscheinlich vielleicht sogar beschämt, dass sie das jetzt irgendwie so gesagt Meinen haben. Sie? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten einfach nur bestimmte Parolen raushauen. Und sich so ein bisschen behaupten wollen und Co. Das sind auch Jugendliche, die sind in der Pubertät. Ich möchte das aber nicht relativieren, das möchte ich noch einmal betonen. Würde ich auch nicht tun, weil ja. zum Beispiel die junge Frau, ich meine, das ist ja. doch echt der also, Tiefschlag. Also, ja, wenn sie selber dann sagt, ja, na klar, sag mir mein Bruder, was ich zu tun habe. Da dachte ich so, jetzt ist vorbei. Also ich sehe diese Probleme auch und ich finde, dass diese Probleme schwerwiegende Probleme sind. Das Problem ist, dass wir oft so tun, als sei in der Vergangenheit vieles gut gelaufen und wir haben so Integrationsvorbilder und Beispiele und wir loben dann diese Personen, weil sie hervorragend Deutsch sprechen, weil sie irgendwie einen guten Bildungsweg gegangen sind. Diese Menschen sind diesen Weg gegangen, trotz der Integrationspolitik. Und wo sind die Fehler? Die Fehler sind darin, erstens, das habe ich wiederholt und ich hatte wirklich gehofft, dass das heute auch zum Beispiel so ein Ort gewesen wäre, Raum gewesen wäre, weil das die Anfangsfrage ist, wie verändert sich Deutschland? Deutschland, Sie haben das anfangs erwähnt, Sie haben gesagt, alle 2 Jahre verändert sich unser Land und die Menschen wollen das nicht. Ich verstehe das und da bin ich auch voll bei Ihnen. Das Problem ist, dass wir nie ehrlich miteinander diskutiert haben und darüber, das machen wir doch jetzt. Und darüber geredet haben, was ist wir? Viele dieser jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die fühlen sich nicht deutsch, auch wenn sie das jetzt zu ihnen gesagt haben. Denn die allermeisten Menschen, denen sie begegnen, empfinden sie nicht als deutsch. Auf dem Arbeitsmarkt müssen sie sich doppelt so häufig bewerben, um eine Chance auf einen Ausbildungsplatz zu haben. Das heißt, die Perspektiven, die wir den Menschen, die hier sind, bieten, sind auch schon gering. Menschen, die hier ein Abitur haben, haben schon geringe Perspektiven. Und außerdem, was sie gemacht haben... Und wie ist... Ja, ein großer Fehler, den Sie gemacht haben, und das finde ich sehr schade, weil Sie ein Professor sind und ich da andere Standards ansetzen würde, ist, Sie unterscheiden zwischen guten Migranten und schlechten Migranten. Den guten Iranern, die irgendwie gebildet sind und der Rest, der weniger gebildet sind. Wir sollten in einem Land leben, wo unabhängig von dem Bildungsstand im Haushalt unsere Gesellschaft so durchlässig ist, dass man einen hohen Bildungsweg gehen kann. Und da sind wir bei der Bildungspolitik. Bieten wir Chancengerechtigkeit. Das Problem dieser in Ihrem Film, was ich leider sehe, ist, dass Sie versuchen, indirekt durch die Komposition und durch das bestimmte Darstellen und Aneinanderschneiden bestimmter Probleme das Bild zu suggerieren, das sind Muslime, die diese Probleme haben. Das muss irgendwie mit der Religion zu Nein, tun haben. Absolut nicht. Absolut nicht. Was versuchen Sie denn stattdessen zu suggerieren? Was ist Ihr Ziel? Ich suggeriere gar nichts. Ich gucke mich um und benenne das, was ich sehe. Und ich finde, es ist die Katastrophe schlechthin, wenn wir in eine Gesellschaft steuern, wo man das, was man sieht, nicht mehr sagen darf, aus Angst. Das dürfen Sie. Aus Angst. Man kriegt Beifall von der falschen Seite, ja. Aber was glauben Sie, wie oft ich bei der Erstellung dieses Films zu Recht, ich verstehe diese Sorge, gehört habe von Kollegen, von meinen Redakteuren, pass auf, wie du vorgehst, damit du nicht Beifall von der falschen Seite bekommst. Finde ich vollkommen die richtige Herangehensweise. Ich spreche auch über Sexismus und Rassismus und Co. Und wenn ich über diese Themen spreche, dann achte ich darauf, wie ich über dieses Thema spreche. Denn ich möchte nicht, dass diese Themen missbraucht werden, und es gibt viel Rassismus in unserem Land, sodass wir das anfeuern. Ich finde, da haben Sie, und Sie können nicht einfach sagen, ich beobachte und filme, halte die Kamera hin und das ist das Produkt. Nein, als Journalistin setzen Sie auch das Land in Szene und haben auch eine gewisse Verantwortung. Na, mit Ihrer Macht. Selbstverständlich. Aber ich habe auch eine Verantwortung dafür, nicht dann zu schweigen, wenn ich ein Problem sehe und sage, um Gottes Willen, wenn ich das benenne, dann mögen vielleicht Pegida und Co. sich darauf stürzen und sagen, siehste, die sagen das ja auch. Wenn wir anfangen, bestimmte Sachen nicht mehr zu benennen und Probleme nicht mehr... Das machen Sie doch die ganze Zeit, das ist doch super. Aber ich habe im Moment zum Beispiel das Problem, ich war vor ein paar Tagen in Magdeburg. Dort entsteht ein riesiges Lager. 1500 oder Unterkunft, eine zentrale Aufnahmestelle, 1500 Leute. Gegenüber eine kleine Einfamilienhaussiedlung. Die Leute haben geackert und gemacht, damit sie sich dieses Häuschen leisten können.
Jetzt wollen sie einziehen und gucken 50 Meter weiter auf diese Unterkunft. Was ist passiert? Die Preise sind sofort runtergegangen. Die Leute kriegen von der Bank keine Nachschubfinanzierung, weil die sagen, das Haus ist ja nichts mehr wert. Die Leute haben ein bisschen Angst, was da passiert, weil Gott sei Dank das Land Magdeburg, Sachsen-Anhalt sagt, die Anwohner dürfen da auch nicht rein in die Unterkunft und sich mit den Leuten auseinandersetzen. Ich kommuniziere 4 Wochen lang mit einer Frau, Beamtin, nicht rechts, sorgenvoll, nicht radikal. Sie hat nur Sorgen. Und bekomme mitten in der Nacht, 5 Stunden vor dem Interview, von ihr eine SMS. Es täte ihr leid, sie hätte mit ihrem Vorgesetzten, eine Polizistin, mit ihrem Vorgesetzten, mit ihren Kollegen, mit den Nachbarn gesprochen und sie habe Angst. Sie wolle nicht mehr das, was sie umtreibt, sagen. Und wenn wir so weit sind, dann ist das nicht mehr meine Gesellschaft. Entschuldigung, das ist mein Land. Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Meinung sagen können. Wenn wir jetzt anfangen, rumzueiern und zu sagen, um Gottes Willen, Beifall von der falschen Seite, dann sind wir falsch. Sie tun so, als wären die einzigen Menschen, die Morddrohungen in diesem Land bekommen, diejenigen, die von Problemen bei Migranten oder bei Flüchtlingen und Co. sprechen. Nein. Dabei bekommen Menschen, die als Gutmenschen bezeichnet werden, genauso häufig Morddrohungen. Ja, aber ich glaube, das müssen wir uns doch nicht gegenseitig jetzt vorrechnen. Aber, Interessieren würde mich, wie man wieder rausfindet aus dieser Radikalisierung. Ist das jetzt ein Übergangsphänomen, dass sich unsere Nation so verunsichert zeigt und das hört man ja da durchaus auch raus? Oder ist es ein Phänomen, was immer so bleibt? Bleiben wir die verunsicherte Nation, die sich jetzt nicht mehr traut, das Falsche, Richtige sonst wie zu sagen? Ich glaube, doch ein wichtiger Punkt ist, an dem man gar nicht vorbeireden kann, ist, dass es eine Zeit lang wirklich schwierig gewesen ist, in Deutschland einfach Probleme zu beschreiben. Das, was Sie machen, Sie beschreiben das einfach. Sie beschreiben das, die tun nichts anderes. Es ist völlig in Ordnung und Sie beschreiben, was Sie sehen. Und Sie beide haben eine unterschiedliche Brille auf. Und das ist auch in Ordnung. Man sagt dann nur, ich sehe das durch diese Brille. Und wenn ich diese Brille aufsetze, dann sehe ich etwas Bestimmtes, was andere nicht sehen. Das lassen wir doch einfach mal stehen. Das darf man doch. Ein Professor irrt sich im Übrigen sehr oft. Das ist genau das, was er tun muss. Er muss sich nämlich ständig korrigieren. Das ist Wissenschaft, dass man sich korrigiert. Und ich unterscheide nicht zwischen guten und zwischen schlechten Migranten, sondern ich beschreibe, warum manche Migranten erfolgreich sind und manche nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, der Islam ist da gar nicht so wichtig. Wenn wir mal an die sizilianischen Einwanderer der 60er Jahre denken, dann sehen wir, da gab es das auch. Mafiöse Strukturen, es gab Gewalt, es gab Jugendgangs, die waren erfolglos, es gab Analphabeten. All das hat es da auch gegeben. Das hat etwas zu tun mit den vormodernen Lebensstrukturen, aus denen diese Menschen kamen. Und dass die Religion. Punkt bleiben, Herr Baborowski, pardon, dass ich Sie unterbreche. Aber bleibt Deutschland jetzt so, dass es so verunsichert ist, dass es gar nicht mehr genau weiß, wie es debattieren soll, ob schon wir ein freies Land sind, wo es natürlich die Verabredung ist, dass jeder das sagen kann, was er denkt, solange er nicht damit andere beleidigt und verleumdet, etwa. Ich will mal eine Zahl sagen. Das hat die GfK heute, die Gesellschaft für Konsumforschung, veröffentlicht. Sie sagen, 55% der Deutschen blicken im Moment angsterfüllt in die Zukunft. Ist das ein schrulliges Phänomen, was so zu unserer Identität gehört, weil wir immer Angst haben und es die German-Angst gibt? Nein. Oder ist das was darauf weist, dass wir so verunsichert auch bleiben? Das ist doch nicht schrullig. Okay. Es wandern 1 Million Menschen ein, ohne dass irgendjemand darauf einen Einfluss nehmen kann. Dafür geht Deutschland extrem zivilisiert damit um. Ich mag mir nicht vorstellen, was in Polen passieren würde, wenn da morgen die Einwanderung beginnt und da pro Tag 10.000 Menschen ankommen. Das würde nicht so gut gehen wie hier. Und daran sieht man doch, das ist doch ein Land, das gelernt hat, extrem zivilisiert mit Problemen umzugehen. Wir reden von Rassismus und von Problemen. Ja, die gibt es. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland ein unglaublich freundliches, weltoffenes Land. Und Menschen sind jetzt verunsichert, weil etwas passiert, von dem sie glauben, dass sie das nicht in der Hand haben. Dass sie merken, die Politik kann es nur noch technisch bewältigen. Eigentlich gibt es überhaupt kein Programm, keine Vision, wie diese Gesellschaft aussehen soll. Sie haben es ja selbst gesagt, wir wissen es nicht, wir reden jetzt mal gerade darüber. Aber das ist ein schlechter Ratgeber.
Ja? Wenn gesagt wird, na, wir wissen nicht, wie das in 5 Jahren aussieht, wir wollen es auch gar nicht steuern, wir haben gar keine Vorstellung, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Das stimmt doch alles nicht. Also, ich muss mal ehrlich sagen, wer sagt von der Politik, wir wissen nicht, wie es in 5 Jahren aussieht, wir wollen es auch nicht wissen und wir wollen es nicht steuern. Dass nicht alles richtig gemacht worden ist, ist völlig klar, sonst hätten wir bestimmte Probleme nicht. Dass wir mit manchem zu spät dran sind, ist auch völlig klar, sonst hätten wir bestimmte Probleme nicht. Aber wir können ja diskutieren, ist der Weg so lang richtig oder so. Aber zum Beispiel heute Abend wurden auch ein paar Vorschläge gemacht, wie es gehen kann. Also ich finde, was mich wirklich stört in Deutschland ist, es gibt bei uns immer nur Schwarz und Weiß. Nee. Es gibt entweder die, die sagen, wir schaffen das, aber auch nicht wirklich sagen, wie und alles ist gut. Oder die, das geht gar nicht, niemand hat einen Plan, niemand hat eine Vorstellung. So schwarz-weiß ist das Leben doch nicht. Und die Bürger, und das finde ich ganz interessant, die denken auch gar nicht so schwarz-weiß. Ganz aber viele, sie haben Angst zu 55%. Sogar in einer höheren Prozentzahl sagen, wir finden es richtig, dass wir helfen, über 80%. Und diese gleichen Leute sagen, wir machen uns aber Sorgen und wir sehen nicht, dass das so weitergehen kann. Und das kann ich nachvollziehen. Also. Ich kann für mich sagen, davon bin ich auch nicht frei. Ich möchte helfen, sehe aber auch, dass die Möglichkeiten sozusagen an Grenzen kommen und dass wir bestimmte Dinge tun müssen. Wir haben heute Abend darüber gesprochen, wie man besser die Flüchtlingszahlen in den Griff bekommt, steuern kann, was man für Integration tut. Und ich werbe nur dafür, dass wir es nicht immer so schwarz-weiß machen. Aber was können Sie der Unsicherheit entgegensetzen? Das wäre doch eine Aufgabe für die Politik. Sicherheit entgegenzusetzen, dass es nicht so bleibt, dass wir nicht angsterfüllt bleiben und nicht verunsichert bleiben. Und dafür muss doch die Einwanderung gesteuert und kanalisiert werden. Das müssen wir auch nicht. Und wir haben eine Idee, wie wir es steuern können. Und das ist, wie lautet die denn? Das würden die Bürger gerne hören, wie diese Idee lautet. Genau, das habe ich heute zum Anfang der Sitzung gesagt. Der Sendung gesagt. Aber ich sage es gerne nochmal. Erstens, wir müssen uns wirklich um die Probleme und Fluchtursachen kümmern. In Wahrheit haben wir auch in der Vergangenheit, wenn wir Konflikte gesehen haben, in den Abendnachrichten, ist weit weg. Ja, klar, dauert das 10 Jahre. Ja, aber das macht den Leuten doch aber Angst, wenn sie denen sagen, in 10 Jahren haben wir ihr Problem gelöst. Wenn Politik nicht damals mutig gewesen wäre und über viele Jahre an die Wiedervereinigung von Deutschland geglaubt hätte, dann hätten wir heute immer noch die Mauer, ich wäre immer noch in der DDR. Und wissen Sie, also das kann nicht der Maßstab sein, das dauert mir alles zu lange. Ich sage ja, es sind mehrere Maßnahmen. Erstens, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Es ist richtig, dass wir endlich Gespräche führen, Frank-Walter Steinmeier, Friedensgespräche führt für Syrien. Klar, das wird nicht morgen sein, aber man muss ja das Ziel vor Augen haben. Zweitens, wir müssen uns um die Flüchtlingslager in Jordanien, Libanon besser kümmern, wenn die Leute da zu wenig zu essen haben, die Kinder nicht mehr in die Schule gehen und medizinisch versorgt werden, dann muss man sich nicht wundern, dass sie alle woanders hin wollen. Drittens, wir müssen unsere Grenzen, EU-Außengrenzen, besser sichern. Haben jetzt mit der Türkei gesprochen, die Türkei besser unterstützen, dass die Flüchtlinge in der Türkei gut versorgt werden und dann über ein bestimmtes Kontingent Leute gesteuert zu uns holen, auch mit Prioritäten. Ich bin zum Beispiel dafür, in einem Kontingent müssen vor allem Kinder mit ihren Familien Vorrang haben. Es geht nicht, dass wir erst ganz viele kommen lassen, Männer vor allem, und jetzt müssen die Frauen und Kinder draußen bleiben. Genau. Und wir brauchen Integration. Nee, jetzt wurde dreimal gesagt, dass die Politik keinen Plan hat. Ich habe das schon mitbekommen. Ich sage es nochmal für den Herrn Professor. Und wir brauchen die Integration, und da sage ich ganz klar, eine doppelte Integrationsaufgabe. Wohnung, Arbeit, Bildung für Flüchtlinge, aber auch für die Einheimischen. Was uns nicht passieren darf, ist, dass die Bevölkerung denkt, jetzt macht ihr nur noch Flüchtlinge und wir werden vergessen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man seine Sorgen sagen kann. Ich möchte auch nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass man sie nicht sagen kann. Ich finde auch, dass es zu viel Tabus in der Vergangenheit gab. Das ist so ein Tugendterrorismus, finde ich. Wir müssen bloß, die Guten und ihr, wenn ihr Kritik hört, seid wir müssen böse, bloß ne? darauf achten. Nicht, ich finde, das ich. Eine ist die Sorge. Wenn mir eine Frau schreibt, und das habe ich auch, ich kriege jeden Tag E-Mails, Briefe ohne Ende, die sagt, ich mache mir Sorgen. Wird wirklich, wenn so viele Flüchtlinge kommen, bleibt es wirklich bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, wo wir in Deutschland auch noch unsere Probleme haben? Ich habe einen Brief gekriegt von einer Mutter, die sagt, jetzt sind ganz viele Flüchtlingskinder in der Kita meiner Gemeinde und ich möchte eigentlich nächstes Jahr einen Kita-Platz. Wird das gelingen? Ich verstehe diese Sorgen und genau dafür tun wir auch etwas. Aber was nicht geht ist, und das gilt für Flüchtlinge wie für Einheimische, dass Leute dieses Thema benutzen, um gegen andere zu hetzen. Wir müssen auch klare Kante gegen Hetze zeigen. Und da ist für mich die Grenze, wenn es dann immer heißt, die Flüchtlinge, die hierher kommen, sind alle kriminell, die wollen alle nur unsere Kohle. Da müssen wir aufpassen, weil ich möchte nicht, dass diese Gesellschaft gespalten wird. Wenn Sie mich am Anfang gefragt haben, ich wünsche mir, wenn mein Kind zur Welt kommt, dass dieses Land zusammensteht und dass es eben nicht auseinandergedriftet ist. Und wie kann das Kind Herrn Palmer in Ihrem denken?
dass man etwas entgegensetzt gegen die ja doch offenkundige Verunsicherung dieses Landes? Ich glaube, das hängt allein von Lösungen ab. Wir hatten jetzt eine sehr lange Debatte, 3 Monate lang, die sehr moralisch war und bei der wenig über Lösungen gesprochen wird, sondern über Haltungen. Haltungen sind wichtig, aber sie ersetzen nicht Handlungen. Jetzt kommen wir in die Phase, in der über Handlungen gesprochen wird. Und ich würde allem zustimmen, was Frau Schwesig gerade gesagt hat. Das ist im Kern jetzt eine Lösung für eine Sache, die vorher unter der Überschrift Obergrenze oder Begrenzung ganz furchtbar moralisch geführt wurde. Wer für Begrenzung ist, will, dass Flüchtlinge sterben. Das war immer schon falsch. Und jetzt wird deutlich, wir brauchen diese Begrenzung, um die Sache wieder steuern zu können. Damit sind wir weiter als Regeln über Lösung. Und wenn wir es intern angucken, nicht die Außengrenzendebatte, sondern wenn nur noch eine begrenzte Zahl von Flüchtlingen kommt. Und ich sage jetzt mal, wenn wir das schaffen, dass es wenigstens nicht mehr als 1 Million pro Jahr ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein Wert, an dem es irgendwann nicht mehr zu leisten ist, sondern dass wir da drunter bleiben. Dann muss der nächste Schritt kommen, dann geht es um die ganzen Lösungen in den Kommunen. Und da finde ich, dass Ihr Vize, Herr Stegner, schon mal was Richtiges gesagt hat. Er hat gesagt, wir brauchen jetzt mindestens ein 20 Milliarden Euro Investitionsprogramm pro Jahr. Sie sind wieder beim Geld, Herr Palmer. Ja, ich sage Ihnen aber, was ich mit dem Geld machen will. Hatten wir auch schon. Nee? Ich will aber noch mal nachfragen und bleibe bei den Menschen jetzt mal. Ohne dass ich sofort bei der Frage wäre, wie teuer, wie billig das zu finanzieren werde. Wie viele Parallelgesellschaften kann ein Land wie Deutschland ertragen, ohne dass es auseinanderfliegt? Also die Zahl kenne ich nicht, aber klar ist so wenig wie möglich. Wir müssen versuchen, Parallelgesellschaften vollständig zu vermeiden, weil jedes Kind, das so eine Geschichte erzählt, mein Bruder sagt mir, wo es lang geht, lebt ja nicht in dem Land, in dem wir leben wollen. Und wenn ich das vermeiden soll, tut mir leid, es geht um Ressourcen, da brauche ich Lösungen, dann brauche ich sehr viel mehr Erzieherinnen, da brauche ich sehr viel mehr Sozialarbeiter, dann brauche ich Lehrer in jeder Klasse zusätzlich, wo Flüchtlingskinder in großer Zahl untergebracht sind. Und dann stelle ich fest, es gibt da eine Grenze am Personal. Ich kann die irgendwann gar nicht mehr finden. Es gibt in Tübingen derzeit praktisch kein Erziehungspersonal mehr, weil die nicht ausgebildet sind. Die sind nicht da. Ich kann sie mir nicht backen. Es gibt das Geld nicht, um diese Leute zu bezahlen. Und deswegen brauchen wir sozusagen eine nationale Anstrengung mit einem riesigen Ressourceneinsatz, sehr viel Geld von oben und natürlich dann auch den entsprechenden Bemühungen, Leute zu finden, weiter zu qualifizieren, um die Aufgabe zu übernehmen. Und geht es nicht auch um eine gemeinsame Idee? Ja. Um eine gemeinsame Idee, wer wir eigentlich sein wollen, wenn wir zusammenleben wollen? Und haben Sie die? Jetzt haben Sie halt den kommunalen Praktiker gefragt. Ich glaube, dass dieser Streit um die Idee uns daran hindert, die Lösungen umzusetzen. Diese Idee ist so verschieden, je nachdem, wen Sie fragen, dass es den Konsens in der Zeit, die wir noch haben, um die Lösungen anzugehen, nicht geben wird. Das ist schon hier so verschieden, ist in meiner Stadt ganz verschieden. Ich glaube, so ein paar ganz wenige Grundsätze, wie das Grundgesetz gilt für alle, sind völlig ausreichend. Und wir müssen an die Arbeit gehen, wir müssen das, was erkennbar ist, und das ist Wohnung, Arbeit, Ausbildung, Sprache, Kita, Hochschule, Schule, Sozialarbeiter, das muss jetzt alles bereitgestellt werden. Und wenn das nicht, der Konsens muss sein, wir müssen diese Anstrengung jetzt unternehmen. Und wir sind weit, weit davon weg, die dafür notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. Das muss ein viel, viel größerer Kraftakt werden. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie man das schaffen soll. Ich sehe nicht, wie man das über den Ideendiskurs, den Sie jetzt führen möchten, löst. Haben Sie eine Idee, wie es wäre, deutsch zu sein? Also zunächst einmal, ich finde, in neuen Bedingungen mit 1 Million Menschen mehr? Ich finde, das geht Hand in Hand. Ich bin voll bei Ihnen. Wir müssen Menschen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integrieren können, in unsere Schulen integrieren können. Aber wir müssen auch diese Debatte führen über, wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und wir sprechen die ganze Zeit davon, von einer angstvollen Stimmung. Wir verändern uns, als wäre es total schlimm, sich zu verändern. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit für uns, ein besseres Deutschland zu werden. Wir sollten uns selbstbewusst hinstellen und das als Gelegenheit erfassen, daraus zu lernen, aus der Vergangenheit, den vielen Fehlern. Ich habe wiederholt schon gesagt, tollen Beispiele, die wir haben in der Integration, sind Menschen, die es geschafft haben, trotz der Umstände. Das heißt, wir können direkt daran anpacken, an der Bildungspolitik, die wir haben und vor allem an der Idee, wen meinen wir, wenn wir sagen? Wenn wir endlich zu einem Punkt kommen, wo es ausreicht, dass sich Menschen zum Grundgesetz bekennen, dass sie dann als deutsch akzeptiert werden, dann würde ich eigentlich einfach nur applaudieren. Ach so, das würde Ihnen reichen. Das würde mir reichen. Und wir sind da aber nicht bei dem Punkt. Nee. Haben wir auch an den jungen Männern gesehen. Genau. Sehr vielen Menschen, erstens, wenn sie das Grundgesetz akzeptieren, wird unterstellt trotzdem, dass sie nicht deutsch sind. Sie werden nicht als deutsch gesehen, haben weniger Chancen. Rassismus ist ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft immer noch haben. Auch in Großstädten, wo man meint, es läuft jetzt total gut, gibt es immer noch Alltagsrassismus. Wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt und sehr viele berichten davon. Das ist nicht zu unterschätzen. Und darüber haben wir noch keine wirklich ausführliche, ehrliche Debatte geführt. Zweitens,
wenn wir ein Wir meinen und ein Wir aussprechen, wo wir all die Menschen mitmeinen, die nicht herkunftsdeutsch sind, deren Eltern und Großeltern, Urgroßeltern nicht in diesem Land geboren sind, dann führen wir dazu, dass wir diese Menschen immer exkludieren. Ja. Wenn wir ein neues Wir schaffen, wo wir sie mitmeinen, dann werden sie sich zum Grundgesetz bekennen, weil sie keine alternative Ausgrenzungsideologie aufbauen müssen, sich nicht abgrenzen müssen. Sie sind mitgemeint, sie können mitgestalten. Ja. Und ich finde, wir haben es bisher noch nicht gemacht. Ja, glaube ich nicht. Also, Sie haben gerade vorhin gesagt, das Schwarz-Weiß-Bild, das mögen Sie nicht. Ich mag das auch nicht. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Deutschland ist viel netter und freundlicher, als wir das annehmen. Es ist heute... Lassen Sie mich das jetzt mal ausführen. Sie haben ja jetzt auch reden können. Also, Rassismus gibt es natürlich. Ja, da sind wir uns im Klaren darüber. In allen Gesellschaften gibt es Rassismus. Und den kriegen Sie auch nicht weg durch Teestubenromantik. Den gibt es eben. Man kann ihn ertragen, man kann ihn irgendwie aushalten. Und man kann, wenn er gewalttätig wird, den Staat dagegen einsetzen. Jetzt sprechen Sie von Identität und vom Grundgesetz. In der Regel ist doch uns allen völlig wurscht, ob wir Deutsch sind oder nicht. Ich merke das immer, weil ich mich mit Russland beschäftige. In meinem Alltag spielt das keine Rolle, dass ich Deutscher bin. Das merke ich erst, wenn ich nach Russland fahre und die Erfahrung mache, dass ich da ein Fremder bin. Dann werde ich auf meine eigene Herkunft zurückgebracht, ohne dass ich das will. Das ist ja das Problem, das auftaucht. Aber das Sie sind in diesem Land ja auch nicht mit Rassismus konfrontiert. Genau, das ist ja das, was Frau Ja, also, Augenblick. Das, was in Ihrem Film gerade erzählt wurde, gezeigt wurde, da zeigt sich ja auch Einwanderer können Rassisten sein. Auch die Einwanderergesellschaft ist ja kein großer Kuschelverein. Natürlich gibt es Konflikte. Aber lieber Herr Babarowski, die junge Frau wird garantiert öfter schräg angesprochen, weil sie ein Kopftuch spricht, als Sie als Professor an der Uni. Das ist nun mal auch Realität in Deutschland. Also, doch. So einfach kann man es sich nicht machen. Es hängt immer von dem Milieu ab, in dem Sie sich bewegen. Nee, ich glaube, da möchte ich jetzt was gegensetzen, weil das ist doch das neue Phänomen. Und da ist vielleicht auch eine schauerliche Entwicklung zurück zu einem schlechten Zustand, den wir vielleicht mal überwunden glaubten. Nämlich, dass der Rassismus und auch Straftaten, die dadurch motiviert sind, in der Mitte der Gesellschaft passieren. Schauen wir uns kurz an. 6 Brandstiftungen an Flüchtlingsunterkünften im Jahr 2014. 72 im Jahr 2015. Insgesamt 1610 Straftaten in diesem Jahr im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern. Fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Laut aktueller BKA-Statistik wohnen rund 70% der namentlich bekannten Tatverdächtigen am Ort der Tat und waren mit solchen Taten zuvor nicht aufgefallen. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, ist alarmiert. Wir nehmen eine zunehmende Militanz in der bürgerlichen Mitte wahr. Menschen lehnen die Asylpolitik ab, sehen aber keine Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Sie wollen ein Signal setzen und greifen zur Gewalt. Sie beschäftigen sich mit Gewalt, Herr Babarowski. Mhm. Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Kann man das gelten lassen, was der Verfassungsschutzpräsident sagt, dass Frust über die Flüchtlingspolitik der Grund für solche Taten sein kann? Ja und nein. Das ist ein bisschen komplizierter mit der Gewalt. Es wird ja immer gesagt, dass frustrierte und aggressive Menschen, die sich schlecht behandelt fühlen, dass sie dann gewalttätig werden. Und man führt Gewalt auf soziale Ursachen zurück. Aber so ist es ja nicht. Wenn es so wäre, und es sind ziemlich viele Menschen in diesem Land ziemlich frustriert, dann dürfte die Gewalt ja gar kein Ende nehmen. Gewalt kann man nur individuell bemessen. Menschen können, wenn sie frustriert sind, sich betrinken. Sie können zum Angeln gehen, sie können Sex haben, sie können alles Mögliche tun, aber sie können auch gewalttätig werden. Es hängt von der Situation ab, in der sich jemand befindet, von der Gefolgschaft, vom Milieu, vom Anführer, was auch immer, was jemand tut. Ob jemand ein Asylbewerberheim anzündet, hat erstmal mit seiner sozialen Lage erstmal wenig zu tun, sondern damit, wie ist die Situation, ob das jemand macht. Und es ist doch ein Minderheitenphänomen. Ja, wir wollen doch unser Land hier nicht schlecht reden und sagen, das ist voller Rassisten, in der nur die Leute Menschen darauf warten, Asylbewerberheime anzuzünden. Das sind Gott sei Dank wenige Leute, die das tun. Und um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Sie angeschnitten haben, was hält uns eigentlich zusammen als Gesellschaft? Unter anderem
dass wir alle gemeinsam sagen, das staatliche Gewaltmonopol wird nicht in Frage gestellt. Wer Asylbewerberheime anzündet, wer Frauen schlägt, wer sowas tut, wird bestraft. Unabhängig davon, wo er herkommt und welche Religion er hat. Es ist mir völlig wurscht, was jemand glaubt und was jemand denkt. Welche Kopfbedeckung irgendjemand trägt, ist völlig irrelevant. Und das Grundgesetz kennen auch die meisten Deutschen nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Menschen in einer Gesellschaft als Verschiedene leben können, einander akzeptieren können als Verschiedene, aber das gelten muss, dass die Regeln eingehalten werden. Und die Regeln, die lernt man nicht, indem man das Grundgesetz liest. Die Regeln, die lernt man im alltäglichen Leben, dass man weiß, dass die Autorität des Staates da ist, wenn es darauf ankommt. Das reicht für das Zusammenleben. Das ist völlig ausreichend. Und ist es ausreichend, schon da, Frau Schwesig, wenn wir wissen, und das ganz zum Schluss nur kurz, wenn wir doch wissen, dass ganz wenige dieser Straftaten bislang aufgeklärt worden sind und die Täter verurteilt worden sind? Das geht meines Erachtens gar nicht. Es geht nicht, dass, was ich zum Beispiel, Bürgermeister 20 Drohungen erleben und nicht eine davon führt mal zu einer Verhaftung. Und ich finde, da geht es auch bei den Brandanschlägen. Es geht ja nicht darum, unser Land schlecht zu reden. Aber auch hier darf es, ähnlich wie vorhin bei dem Thema, wo wir die Familie gesehen haben mit ihren mittelalterlichen Ansichten, darf es nicht sein, dass wir das jetzt unter den Teppich kehren. Natürlich nicht, auf keinen Fall. Straftaten. Und das Problem ist, von Hetze bis zur Gewalt ist es kein weiter Natürlich Weg. Ist das verboten. Und das macht mir schon Sorgen. Wir erleben, dass auch ganz offen Hetze nicht nur gegen Flüchtlinge, gegen Helfer vor Ort, gegen Politiker, gegen Bürgermeister betrieben wird. Dass auch unwahre Sachen ins Internet gestellt werden. Es wird dann gesagt, wie es in Magdeburg war, sagen welche, hier wurden mehrere Mädchen von Syrer vergewaltigt. Dann gab es eine richtige Stimmungsmache über Facebook. In dem gleichen Zeitraum wurden drei Syrer zusammengeschlagen. Das funktioniert nicht. Und das darf nicht sein. Und deswegen sage ich, muss man unterscheiden zwischen Leuten, die Sorgen und Ängste haben. Und ich finde, darüber muss gesprochen werden. Und wir Politik sind gefordert, das ernst zu nehmen. Ansonsten gehen die Leute nach rechts. Aber es muss auch klare Kante gegen Hetze geben. Weil heute sind es die Flüchtlinge, gegen die gehetzt wird. Morgen sind es Menschen mit Behinderte. Und morgen, übermorgen vielleicht irgendjemand anderes. Und das müssen wir verhindern in unserem Land, um einfach wirklich auch das Zusammenleben zu sichern. Und da ist jede Straftat zu viel. Und der Rechtsstaat muss dann noch viel konsequenter sein. Dankeschön. Danke für die Diskussion. Das war auch unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Wir gehen in die Weihnachtspause, wünschen Ihnen natürlich wunderschöne Tage, einen guten Rutsch auch ins neue Jahr und sind dann am 17. Januar wieder da. Das ist ein Sonntag, 21.45 Uhr. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.